Heute Runde Nummer 5 bei Gastro trifft Marketing zum Thema leckere Geschichten erzählen und generell Geschichten erzählen. Storytelling ist ja so ein Riesenthema, ja, in der Social Media Welt, in der Online Welt. Und was steckt eigentlich dahinter und wie kann man das auch gut in den Alltag integrieren, dass ja jeder da draußen, alle Gastronominnen und Gastronomen da zwischendurch immer mal wieder was Spannendes posten können. Das ist ja immer so die große Frage, was poste ich denn überhaupt? Ich habe doch gar nichts zu erzählen. Ja, dabei gibt es so viel zu erzählen und da wollen wir heute mal so ein bisschen drüber sprechen. Was sind so verschiedene Geschichtenformate? Da gehen wir dann der Reihe nach verschiedene, ja, Perspektiven und Ansätze mal durch, dass da auch so ein bisschen Abwechslung reingebracht wird. Und am Ende gibt es dann auch noch ein paar praktische Social-Media-Tipps. Also auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben. Dann geht es noch mal ein bisschen um Instagram. Was gibt es da gerade für angesagte Formate? Was ist da jetzt gerade, ja, ganz reichweitenstark? Ja, und heute habe ich auch wieder Besuch hier in einer kleinen Talkrunde. Heute mit dabei Janina und die Sina, Sina Christine. Also, Hallo. hallo. Ja, ihr könnt schon mal Hallo sagen. Ja, hallo. Alles klar. Genau. Also heute zwei Expertinnen aus dem Bereich, ja, Storytelling, Social Media und auch Journalismus, um da nochmal so, ja, ein bisschen Hintergrund und Tiefe in das Thema reinzubringen. Genau. Also scheut euch nicht, auch auf Facebook ein paar Fragen zu stellen. Jetzt ist die Gelegenheit, alles, was ihr schon immer mal wissen wolltet zum Thema Geschichten erzählen, ja, Storytelling-Formate, ja, Feuer frei. Also, das ist eine gute Gelegenheit. Und dann kommen wir auch zu einer kleinen Intro-Runde. Ja, die meisten werden mich wahrscheinlich kennen, falls jetzt doch noch jemand über Janina oder über Sina dazugekommen ist. Ja, ich bin Frederik, Content-Marketing-Berater aus Dortmund und ich helfe, ja, vor allem Selbstständigen und auch Gastrobetrieben dabei, digital gefunden zu werden. Und da ist natürlich, ja, Storytelling, Geschichten erzählen, ein super wichtiges Element, was dazugehört. Und genau, da werden wir heute drüber sprechen. Und ein Hinweis noch am Rande. Es gibt jetzt übrigens auch zu diesem Eventformat die passende Facebook-Gruppe, habe ich die Tage ins Leben gerufen, mit dem gleichnamigen Namen, also einfach Gastro trifft Marketing auf Facebook suchen, dann wird man direkt die Gruppe finden. Also, falls ihr da draußen mal Fragen habt, wie kann ich irgendwie auf Instagram irgendwie eine Story abspeichern, dass man sich die noch später angucken kann für die Fans von der Gastronomie? Oder ja, wie kann ich auf Facebook eine Veranstaltung einplanen und was es da alles so für Alltagsfragen gibt? Ja, scheut euch nicht, kommt in der Gruppe mal vorbei und da helfe ich gern weiter und ja, wir können auch gerne irgendwie aktuelle Beiträge diskutieren und ja, kann man sich dann gegenseitig Feedback holen. Ich glaube, das wird ganz cool. Gerne mal vorbeischauen. Ja, und dann komme ich auch zu meinen Gästinnen heute. Dann fangen wir mal bei der Janina an. Und die Janina kenne ich jetzt schon seit einigen Jahren durch eine, ja, Veranstaltung aus dem, ja, Blog-Umfeld haben wir uns kennengelernt. Super spannend, die Blog Big in München. Und ja, Janina betreibt auch in München einen Blog, einen auch sehr kulinarisch angehauchten Blog, den wird sie bestimmt gleich noch ein bisschen erzählen. Der Blog Jäger und Sammler, ja, mit Fokus auf München. Und ja, alles Weitere kann die Janina jetzt mal berichten. Was gibt es so zu wissen über dich? Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Hi, ich bin Janina, ich lebe in München. Ich habe, wie gesagt, einen Blog, der heißt Jäger und Sammler Blog. Das Ganze hat mal als ja, reiner Gastroblog in Berlin gestartet. Ich habe mit einer Freundin zusammen in meinem damaligen Wohnort Berlin über Cafés und Restaurants bei uns im Kiez geschrieben. Dann hat es mich irgendwann nach München verschlagen und mittlerweile hat sich mein Blog so ein bisschen erweitert um Reisetipps, um Ausflugsziele, um Wanderrouten. Aber immer mit einem kulinarischen Schwerpunkt, weil ich würde niemals in meinem Leben auf einen Berg gehen, wenn es oben keinen Kaiserschmarrn gäbe. Und deswegen spielt Essen bei mir immer eine total große Rolle in den Beiträgen.
Und wie der Frederik schon gesagt hat, ich organisiere hier in München zusammen mit der Sabine vom Pastamania Blog eine Blogger- und Content-Creator-Konferenz, die BlogBig, die hoffentlich irgendwann mal wieder stattfinden kann. Die pausiert natürlich gerade wie alle Events, ihr wisst schon warum. Genau, und im richtigen Leben bin ich außerdem hier an der Uni in München angestellt und betreue ein Entrepreneurship-Netzwerk der Bayerischen Hochschulen. Ja, sehr spannend. Genau, vielleicht noch eine Rückfrage so zu dem Gastro-Aspekt von deinem Blog. Was sprechen dich denn persönlich für Lokale an, über die du dann berichtest? Also wie kommst du so auf deine neuesten Locations, die du unter die Lupe nimmst in München? Das werde ich tatsächlich ziemlich oft gefragt. Das ist ganz unterschiedlich. Zum einen auch so Mund-zu-Mund-Propaganda, dass mir Leute irgendwie sagen, ey, geh mal dahin. Das notiere ich mir immer direkt. Ich habe so eine Google Maps-Karte, wo ich mir immer Restaurants markiere mit einem Stern, die gut waren, wo ich schon gewesen bin und die ich noch besuchen möchte. Die Karte ist mittlerweile nur noch bunt, weil da so viele Empfehlungen drauf sind. Ich bin sehr viel auf Instagram unterwegs, finde das auch super, um sich inspirieren zu lassen. Ich folge da auch relativ vielen Stadtmagazinen, größeren Blogs. Ich lese aber auch gerne weiterhin auch noch so Printmagazine. Gibt es in München so Muckbook zum Beispiel mit Vergnügen München. Da hole ich mir auch immer gerne wieder Tipps. Ja, spannend. Und dann nochmal die kleine Anschlussfrage. Werde ich gleich an Sina auch noch stellen. Was macht für dich denn eine gute Geschichte aus oder auch vor allem eine leckere Geschichte? Mal so ganz übergeordnet. Wenn ich so ganz allgemein das beantworten würde, dann würde ich sagen, eine gute Geschichte ist für mich, wenn ich die weitererzähle. Wenn die irgendwie bei mir hängen geblieben ist, wenn die vielleicht mich auch ein Stück weit bewegt hat und wenn ich dann abends irgendwie, weiß nicht, mit Mann, Oma, Freunden, wem auch immer zusammensitze und sage, du, ich habe heute das gelesen oder ich habe das gesehen oder mir hat jemand das erzählt und ich möchte das weitererzählen. Oder sie hat mich vielleicht sogar zum Handeln bewegt, dass ich vielleicht etwas gesehen oder gehört habe und daraufhin tatsächlich irgendwie eine Aktion gemacht habe, sei es jetzt im Bereich Nachhaltigkeit, dass ich dann wirklich gesagt habe, so, ich kaufe mir jetzt einen Kaffee-to-go-Becher, weil ich habe da eine Geschichte heute gehört von, wie viel Plastikbecher täglich in München weggeworfen werden. Genau. Und grundsätzlich bei diesen ganzen kulinarischen Geschichten ist es natürlich schon so, dass Bilder für mich in Geschichten und die Qualität von Bildern dann auch eine gewisse Rolle spielen. Denn wir wissen alle, wenn wir Gerichte sehen, ohne dass wir sie selber schmecken und testen können und es sieht unappetitlich aus, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich danach sage, boah, da muss ja unbedingt mal hingehen, weil das sieht so mittelmäßig aus. Also die ist gering. Deswegen bei Kulinarik spielt bei mir auch immer die Optik eine Rolle bei einer Geschichte. Ja, ganz wichtiger Punkt da. Auch nochmal der Hinweis an unser Meetup aus der letzten Woche, wo wir ja über Fotografie gesprochen haben. Ja, da gerne nochmal reinschauen. Da haben wir zu dem Thema auch ganz viele Tipps gesammelt. Wir werden aber auch am Ende unserer Session heute nochmal auf den Insta-Kanal von Janina vorbeischauen. Und dann habt ihr auch nochmal so einen kleinen Eindruck, was man so machen kann mit kulinarischen Bildern und den passenden Geschichten dazu. Ja, und dann übergebe ich einmal an Sina. Kurzes Wort noch von mir. Sina kenne ich jetzt auch schon seit einigen Jahren. Ganz interessant, damals kennengelernt, damals 2018, bei einer Journalistenreise im Münsterland. Und seitdem sind wir in Kontakt geblieben und haben uns schätzen gelernt und ich finde es super interessant, dass Sina da auch so die Zeichen der Zeit erkannt hat, vom klassischen Journalismus her, heutzutage dann in das Thema Online, Texten, Digital-Marketing, Suchmaschinenoptimierung. Ja, also ich habe eben nochmal gefragt, wie ich Sina am besten vorstelle und sie hat gesagt, Journalistin und Texterin und alles Weitere kann Sina jetzt euch noch mit auf den Weg geben. Ja, vielen Dank. Tatsächlich hast du schon sehr viel vorweggenommen. genau. Ich bin Sina. Ich bin seit 2014 als freie Journalistin und Texterin tätig.
Mein Fokus liegt ganz klar auf Storytelling-Formaten. Das rührt daher, dass ich zum einen einfach gute Geschichten liebe und zum anderen liegt das daran, dass ich ursprünglich aus der Literaturwissenschaft komme. Ja, das Ganze hat sich im Endeffekt für mich so ein bisschen entwickelt. Genau, wie Frederik schon gesagt hat, letztendlich hat es sich für mich so ergeben, dass ich vom klassischen Journalismus ein bisschen weiter abgerückt bin inzwischen und das Ganze versuche quasi mit Marketing zu verbinden. Das heißt, ich suche Elemente aus beiden Disziplinen heraus und mache quasi das Beste daraus. Also klassische Formate für mich sind zum Beispiel SEO meets Storytelling. Das heißt, ich versuche, gute Geschichten zu erzählen, aber trotzdem diese Suchmaschinenoptimierung noch mit reinzubringen für meine Kunden. Genau. Ja, super spannend. Da werden wir gleich auch noch auf diverse Formate genauer eingehen, was man da so machen kann. Und dann stelle ich auch noch mal an dich die Anschlussfrage. Ja, was macht denn für dich eine gute Geschichte aus und vielleicht auch eine gute, ja, Geschichte mit kulinarischem Bezug? Gerne. Genau, eine gute Geschichte ist für mich auf alle Fälle eine Story, die irgendwie emotional berührt und die Mehrwerte schafft. Aktuell, finde ich, sieht man immer häufiger diesen Trend, dass Marketing dafür verwendet wird, einfach nur, ich nenne es mal platte Werbung irgendwie zu machen. Und ich glaube, das ist nicht mehr wirklich zeitgemäß. Ich glaube, die Leute wollen ein bisschen mehr. Wenn die irgendetwas kaufen wollen oder speziell jetzt im Gastrobereich wollen, dann möchten die halt ganz gern Teil dieses Erlebnisses sein. Sie möchten Teil dieser Gastro sein. Das heißt, sie möchten wissen, wo kommt das Essen her? Was ist dieser Unique Selling Point dieser Gastronomie? Was bewegt die Menschen, die in dieser Gastronomie arbeiten? Ich glaube, das ist der wesentliche Faktor, der heutzutage einfach viel, viel wichtiger ist, als zu sagen, wir haben ein super Sonderangebot für dich. Ja, ganz genau. Ja. Da haben wir auch in den letzten, ja, Treffen hier schon das ein oder andere gehört von unseren, ja, Gastronominnen und Gastronomen, dass dort eben mittlerweile viel, viel mehr drumherum erzählt wird, anstatt jetzt irgendwie jeden Tag nur plump irgendwie das neueste Angebot zu posten. Also die Leute erwarten da auf Social Media, ja, ein bisschen mehr, kann man jetzt so oder so sehen, aber ja, wenn wir uns da so als Privatuser beobachten, geht es den meisten von uns ja wahrscheinlich nicht anders. Also die Beiträge, ja, wo ich persönlich dann hängen bleibe und da kann sich jeder selbst nochmal hinterfragen, sind ja schon irgendwie meistens die, wo dann noch irgendwie ein bisschen was erzählt wird oder wo irgendwie was drin ist, was neugierig macht. Ja, genau. Ich würde mich da ganz gerne Janina anschließen. Ich finde auch dieses Zusammenspiel aus einem guten Text, also einer guten Geschichte und dem Bildmaterial extrem wichtig, halt gerade in der kulinarischen Branche. Weil man sagt ja immer, das Auge isst mit und ich glaube, das trifft tatsächlich zu. Also wenn ich zum Beispiel am Instagram-Account folge von einem Restaurant und ich sehe einfach, die haben super leckere Bilder, also man kann es natürlich nicht schmecken, aber wenn die richtig toll in Szene gesetzt sind, die Gerichte, und dann bekomme ich noch Hintergrundinfos oder einen besonders tollen Namen, der schon allein vielleicht eine Geschichte erzählen kann, dann spricht mich das viel eher an, als wenn ich einfach nur eine Schale Pommes auf dem Tisch stehen habe. Ja, total. Ja. Ja, das ist ja schon mal ein gutes Intro. Und dann können wir auch direkt in die Folgen gehen und mal so ein bisschen, ja, uns durch die verschiedenen Formate durcharbeiten, was es da Spannendes gibt. Und wir starten mal mit einem sehr, ja, beliebten Schlagwort. Übrigens, wenn ihr auf Facebook irgendwie, ja, irgendwelche Sachen nicht verstehen solltet, gerne auch nachfragen. Fällt mir gerade noch ein, eben hatte ich das Wort, ja, USP noch gehört, Unique Selling Point. Ja, einfach die Alleinstellungsmerkmale, womit möchte ich als allererstes draußen wahrgenommen werden. Also falls wir da irgendwie in unseren Marketing-Slang wieder verkommen, da bin ich auch sehr gut drin, dann einfach Bescheid geben. Genau, und jetzt kommt das nächste Marketing-Wort. Behind the Scenes oder auf Deutsch hinter den Kulissen-Geschichten. Ja, was sind gute Geschichten, wo wir quasi, ja, unseren potenziellen Fans von unserem gastronomischen Angebot, unseren Followern auf Social Media mal so ein bisschen was erzählen können, wo mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert wird.
Habt ihr da Ideen, wie das gut umgesetzt werden kann? Wer möchte anfangen? Freiwillige vor. Also mir wird spontan eine Idee kommen. Ja. Wenn das okay ist, dann ja, würde mich nicht vordringen. Was ich persönlich extrem spannend finde, wenn es um Behind the Scenes geht, sind Stories rund um die Zulieferer von Restaurants. Also wenn ein Restaurant oder ein Restaurantbesitzer oder irgendjemand, der zuständig ist für den Einkauf, zum Beispiel zu den Bauern geht, von dem er sein Gemüse bezieht und dann einfach mal zeigt, so, hier kommen unsere frisch verarbeiten. Ich finde, sowas gibt einen extrem tiefen Einblick in die Arbeit dieser Menschen und ich glaube, sowas begeistert und holt auch wirklich nachhaltig ab. Weil wenn ich weiß, wo mein Essen herkommt, wie das angebaut wurde und ich kann das mit Gesichtern verbinden, dann hat das für mich extrem viel mehr Wert und das ist für mich viel mehr, als ich habe nur ein Gericht quasi bestellt. Also ich finde, das ist einfach perfekt, wenn das irgendwie machbar ist. Also quasi Einblicke in den täglichen Arbeitsablauf zu geben. Ja, lustigerweise habe ich auch direkt in die gleiche Richtung gedacht. Weil das auch schön ist, man gibt, also natürlich irgendwie so, man hat diesen Nachhaltigkeitsgedanken, diesen regionalen Erzeuger, der vielleicht nebenan ist. Ich muss sagen, ich habe darüber auch schon mal, es gibt ja manchmal auch Erzeuger, die zum Beispiel Höfe haben, die man auch als Normalmensch zum Beispiel dann besichtigen kann oder wo Ferienwohnungen sind. Also ich habe darüber auch schon tolle Ausflugstipps irgendwie für mich ausgemacht, dass ich gedacht habe, ach guck mal, da hinten, also ich weiß hier in München, da ist noch 40 Minuten Fahrt von mir, ist zum Beispiel so eine Kaffeerösterei. Die beliefert hier ein so ein Café. Und ich wusste nie, dass die da hinten irgendwie auf so einem Biohof sitzt. Und das war für mich sofort markiert, weil ich gesagt habe, ach cool, das ist ja auch mal ein schönes Ausflugsziel, dass ich da auch mal hinfahre und mal vor Ort mir das angucke, wie die da den Kaffee rösten, weil die haben so eine gläserne Rösterei. Also das finde ich auch auf jeden Fall eine super Sache. Man kann natürlich auch mal sich auch immer gerne, finde ich auch manchmal spannend, mal so einen Blick mit in die Küche nehmen, auch mal zeigen, wie ein Mitarbeiter was herstellt. Vielleicht gibt es irgendwie ein besonderes Gericht auf der Karte, was auch besonders beliebt ist. Natürlich verrät man vielleicht dann nicht das Geheimrezept, was noch irgendwie von der Uroma kommt oder so. Aber man kann ja trotzdem die Leute auch mal so ein bisschen mitnehmen. Habe ich jetzt im Lockdown auch öfters gesehen, dass manchmal so Cafés dann mit den Leuten gebacken haben, auch in so einem Insta-Live oder so, den Kuchen, den Lieblingskuchen, den immer alle kaufen oder so. Ja. Das baut auch so Hemmschwellen ab, das erzeugt irgendwie auch Sympathie. Ja, spannend. Da habe ich auch einige Formate gesehen. Im ersten Moment, ja, habe ich mich gewundert, aber das war wirklich nur für ein paar Sekunden und dann dachte ich, ja, ist ja eigentlich super glaubwürdig, dass da der gesamte Koch- oder in dem Fall Backprozess einfach mal den Usern gezeigt wird und ja, den Gästen, die sonst dort ein- und ausgehen. Ja, also da darf man auch mal was Neues starten und mutig sein und die Leute so ein bisschen mitnehmen. Oder was ich persönlich auch zuletzt oft gesehen habe, jetzt gerade zu der Restart-Zeit, dass dann eben so Geschichten gekommen sind, wie geht es den Gastronomen jetzt gerade und was hat man jetzt vorbereitet, was man jetzt eben nicht so sieht. Die ganzen Sitzplätze und Biergarten und so, das lag ja alles brach. Und dann den Leuten einfach mal zu zeigen, ja, da müssen wir uns jetzt auch erstmal tagelang drum kümmern und uns für den neuen Ansturm wieder bereit machen. Also das ist auch immer ganz spannend. Man war jetzt Monate nicht mehr da und möglicherweise hat sich da ja in bestimmten Lokalen auch total viel verändert. Und da so ein bisschen drüber zu erzählen, finde ich auch immer ganz spannend. Genau, zum Thema Veränderung, Umbauarbeiten zum Beispiel. Ich finde, das ist eine perfekte Story auch, also Richtung Home-Story schon fast, einfach zu zeigen, so sieht unsere Baustelle aus und das verändern wir jetzt, damit ihr hinterher euch hier noch wohler fühlen könnt. Also das finde ich auch perfekt. Also im Grunde genommen sind es so die Alltagsgeschichten. Also ich denke, Gastronomen sollten optimalerweise wirklich direkt aus ihrem Alltag berichten. Das sind immer Sachen, da denkt man immer, das interessiert irgendwie keinen, aber gerade das ist, glaube ich, das Spannende, dass man wirklich Teil dieser Geschichte dann werden kann. Auch gerade so bei den Umbauarbeiten, du lieferst ja nicht nur die Geschichte mit, du hast ja auch noch diese Information, dass zum Beispiel gerade auch geschlossen ist, weil, also dass die Leute nicht auch einfach vor verschlossener Tür stehen und denken, was ist hier, sondern
du kannst die Story dazu mitliefern und gleichzeitig die Information so. Weil das ist immer so, bei all den Geschichten erzählen, ist mir auch in den letzten Monaten ganz oft aufgefallen, Geschichten sind total schön und gut und können einen mitnehmen und berühren, aber man darf auch gerade in der Gastro diese wichtigen Grundinformationen, die darf man dabei nie vergessen, weil ich finde nichts schlimmer für den Kunden. Also wenn du nicht weißt, ist jetzt am Feiertag geöffnet oder nicht, und du fährst da hin und denkst, naja, schön frühstücken, und dann stehst du vor verschlossener Tür oder so. Das ist nur so ein Einwurf noch dabei, dass ich denke, Geschichten erzählen, ja, aber die Grundinformation, da denke ich immer, nutzt bitte Instagram, um auch immer diese, wir sind gerade im Urlaub, postet das in den Feed, postet das in die Story, damit die Leute nicht vor eurer Tür stehen und dann sagen, boah, da gehen wir aber nicht mehr hin, weil nervt. Ja, absolut. Das ist immer der Super-GAU. Also da auf jeden Fall auch dran denken, und das ist in der Regel ja auch schnell gemacht, da die Info einzubinden am Anfang von bestimmten Beiträgen und ja, das eben in alle Portale einzutragen, Google Maps, Google My Business, beziehungsweise Facebook, dass das immer auf dem neuesten Stand ist. Also das, ja, guter Einwurf an der Stelle. Ansonsten ist mir gerade noch eingefallen, vielleicht auch, wenn jemand zuschauen sollte, der jetzt noch, ja, sich gründet und noch ganz am Anfang steht. Ich war gestern auch bei einer Gründungsveranstaltung von der Wirtschaftsförderung Dortmund zu Besuch, und da habe ich auch eine spannende Story gehört von einer Gründerin, die jetzt schon ein paar Jahre im Geschäft ist. Und es kann eben auch super sinnvoll sein, auch wenn das Lokal noch gar nicht geöffnet hat und noch nie geöffnet hatte, dann eben schon loszulegen und zu berichten. Und dann schon so eine Community aufzubauen. Ja, wir sind dabei, jetzt die ganzen Genehmigungen zu bekommen. Jetzt wird unser Pizzaofen eingebaut. Jetzt werden unsere Möbel bestellt und so weiter. Sind zwar dann noch nicht so die fancy Bilder, aber das ist dann ja auch gerade so der Wow-Effekt. Jetzt liegt da die Baustelle in Schutt und Asche, und in ein paar Wochen, in ein paar Monaten, ja, haben wir dann ja hoffentlich das fertige Lokal. Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz guter Tipp. Ich total. Entschuldigung. Ich kenne hier in München zum Beispiel ein Café, das hat letztes Jahr im Lockdown neu geöffnet, und das ist ein Café, was sich auf veganen Käse spezialisiert hat. Und denen bin ich auch schon gefolgt, da hatten die noch gar nicht auf. Weil das ist ja auch so was Besonderes, das spricht so eine spezielle Zielgruppe an, die brennen ja quasi darauf, dass du öffnest. So. Und mittlerweile, die gründen jetzt gerade auch noch so eine eigene kleine Käsemanufaktur, da haben die auch schon einen Account, dem folge ich auch schon, obwohl die noch nicht mal was gepostet haben. Da steht nur drauf, dass es den schon gibt. Also ich warte sehnsüchtig schon auf die ersten Infos, die da tatsächlich kommen, weil es einfach genau das ist, was mich interessiert. Ja, Sina, du hattest auch noch was? Kleine Erfolge feiern. Das passt dann quasi auch zu dem, was ihr gerade gesagt habt, dass man im Endeffekt die Gründung oder generell Geschäftsprozesse einfach begleitet, indem man halt wirklich zu kleinen Meilensteinen immer mal wieder was postet und berichtet. Und sei es noch so klein, es ist halt irgendwie immer schön zu sehen, okay, die sind halt mit Herzblut bei der Sache, und das ist genau das, was sie hinterher auch quasi kommunizieren, wenn sie dann irgendwann geöffnet haben und ihre Produkte verkaufen können oder ihre Gäste bewirten. Ja. Genau, also ihr seht, da kann man einiges machen. Ist natürlich so eine Sache, ja, wo sich jede Gastronomin, jeder Gastronom vielleicht erstmal überwinden muss. Ja, möchte ich das jetzt? Aber da kann man dann ja auch so ein bisschen entscheiden, was ist jetzt irgendwie beruflich relevant, was möchte ich den Leuten zeigen. Es heißt ja nicht, dass ich jetzt mein ganzes Privatleben auf Instagram veröffentlichen muss. Das ist dann natürlich wirklich Geschmackssache und muss man nicht zwingend, aber ja, so ein bisschen Einblicke in die Gastronomie, das ist dann schon ganz spannend. Und dann kommen wir mal zu dem nächsten Punkt, wenn ich da schon das Ganze anspreche, ja, irgendwie Gesicht vor der Kamera zeigen, entweder die Betreiber, Betreiberin selbst oder auch das Team, dass Geschichten vom Team erzählt werden. Was gibt es da vielleicht für Ideen, um mal so ein bisschen zu zeigen, ja, wer dahinter steckt? Habt ihr da Ideen? Das
Kommt natürlich auch so ein bisschen auf die Gastro immer an, finde ich. Also ich finde gerade, wenn man so ein kleines Café hat, was vielleicht so ein typisches Kiez-Café oder Nachbarschaftscafé ist, wo man sich auch irgendwie kennt, ne? Da finde ich es auch immer schön, wenn der Betreiber oder die Betreiberin selber auch viel vor der Kamera ist, weil man verbindet das mit dieser Person auch einfach. So ein Café lebt dann manchmal auch von so einer One-Woman- oder One-Man-Show. Mhm. Und da gibt es natürlich auch da inhaltlich keine Grenzen. Also man kann natürlich, wenn man ein neues Sortiment bekommen hat, könnte man ja auch mal so eine Online-Verkostung machen. Sagen wir mal, man bietet irgendwie hochwertigen Käse aus Frankreich an, den man auch im Laden nicht nur essen kann, sondern auch kaufen kann für zu Hause. Man hat 3, 4 neue Produkte, dann kann man ja mal so ein Käsetasting machen und sich dabei filmen oder so ein Weintasting. Man kann natürlich die Mitarbeiter vorstellen und die mal nach ihrem Lieblingsgericht fragen und warum das für sie das beste Gericht der Karte ist. Sofern die Mitarbeiter Lust haben, vor die Kamera zu gehen. Muss ich auch sagen, fällt mir tatsächlich auch selber total schwer. Ist auch nicht mein Lieblingsmoment. Aber wenn man sich meistens einmal dazu gezwungen hat, dann geht's. Mm. Ja, hast du noch Ideen, Sina? Du machst ja auch viele Interviews bei deinen Projekten. Kannst ja, tatsächlich ist das sehr, sehr unterschiedlich, ob die Menschen gerne abgebildet werden möchten oder nicht. Also das fängt schon bei Fotos an. Ich glaube, das ist bei Videos noch schwieriger. Also es gibt Menschen, die sind einfach sehr, ich nenne es mal kamerascheu. Die sagen, ja, okay, ich möchte meine Story erzählen. Ich möchte natürlich auch Infos und so weiter über mich preisgeben, aber ich möchte eigentlich nicht so gerne abgebildet werden. Ich denke, das ist in Ordnung, weil man sollte das halt schon akzeptieren. So ein Format muss auch immer zur Person passen. Prinzipiell finde ich es immer sehr schön, wenn man die Person halt sieht, weil ein Gesicht einfach extrem wichtig ist für, ich nenne es mal so, dieses Branding. Also, Janina hat es ja auch schon angesprochen. Also im Grunde genommen wird dieses Unternehmen ja mit einer Person verbunden. Und da möchte man natürlich ganz gerne wissen, wie diese Person auch aussieht und möchte nicht nur anonyme Postings haben. Was ich auch wichtig finde dabei, dass die ganze Sache immer sehr authentisch bleibt. Das heißt, dass die Leute, wenn sie bereit sind, etwas Persönliches preiszugeben oder sich zu präsentieren, auch wirklich sie selbst bleiben dürfen und sich nicht irgendwie verstellen müssen. Das fängt bei Kleidung an. Das geht bei der Sprache weiter. Wenn jemand sehr, sehr cool oder sehr hip irgendwie spricht, dann finde ich, soll er das auch weiterhin tun. Er soll sich auf gar keinen Fall irgendwie verstellen müssen. Ja. Übrigens muss man da natürlich auch so ein bisschen so als Praxistipp sich dann auch überlegen, wenn man zum Beispiel seine Social-Media-Kanäle dann von verschiedenen Leuten im Team betreuen lässt. Also muss ja ehrlich sein, gerade wenn man hier so ein kleines Café hat, dann hat man ja keinen Social-Media-Manager, der noch jeden Tag irgendwie für dich da den Super-Content erstellt. Dann wird das irgendwie immer so nebenbei laufen. Und da muss man natürlich auch darauf achten, dass der Content zum Unternehmen auf jeden Fall passt und dass der natürlich irgendwie auch einen roten Faden hat. Ne? Nicht, dass der eine mal eine Story macht, dann sieht es der plötzlich die Leute, macht vielleicht im gehobenen Sternebereich Sinn, auch wenn ich das immer komisch finde in Social Media. Der andere duzt dann wieder und filmt von einem anderen Winkel. Da muss man natürlich auch gucken, dass man das vielleicht in die Hände von 2, 3 Leuten gibt und auch gemeinsam so eine Idee entwickelt, wie soll das aussehen, optisch, aber wie soll das auch inhaltlich gestalten. Mhm. Ja, voll. Gutes Thema. Also da habe ich auch schon so ein paar Sachen am Rande mitbekommen, dass dann irgendwie ja bestimmten Mitarbeitern Dinge aufgetragen werden und ja, warum auch nicht? Also ich bin immer ein Fan davon, Verantwortung zu verteilen und wenn es da junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Team gibt, die da Lust drauf haben, aber es macht schon Sinn, dann auch irgendwie so einen gewissen Rahmen zusammen zu besprechen, was für Geschichten erzählt werden sollen und ja, das dann trotzdem auch noch zu erkennen ist, wer denn letztlich das Gesicht des Lokals ist, auch wenn zwischendurch auch viele Menschen aus dem Team gezeigt werden. Mhm. Genau, ja. Ganz wichtiges Thema auf jeden Fall. Und wenn wir dann ja von den Gesichtern noch einmal weggehen und drüber nachdenken, natürlich ja im Fokus der Gastronomie stehen die Speisen, stehen die Gerichte. Inwiefern macht es denn dort Sinn, dann
ja, Geschichten dazu zu erzählen. Also wie kann ich jetzt ja, zu einem einfachen Mittags, zu einem einfachen Abendgericht von meiner Speisekarte eine Geschichte erzählen? Vielleicht erstmal an die Janina, da machst du ja auch ganz viel mit deinem Blog. Also wenn ich zum Beispiel jetzt aus Gastronomensicht denken würde, gibt es da mit Sicherheit unzählige Möglichkeiten. Sag mal, ich habe ein italienisches Restaurant und ich koche da ein Gericht, das hat die Nonna schon so gekocht in Sizilien noch. So, meine Familie kommt irgendwie aus Italien und ich führe das hier weiter, die Tradition. Das ist natürlich schon eine Geschichte, die man da hat. Ne? Kann man die Leute ja auch so ein bisschen mitnehmen. Und kann so ein bisschen erzählen, so, ne? Das Gericht habe ich das, da habe meine frühesten Erinnerungen, wie ich das als Sechsjähriger schon esse, wie die ganze Familie zusammengekommen ist. Und jetzt koche ich das hier in dem Lokal und heute, vielleicht ist das ja auch was Saisonales, was nicht immer da ist. Und schon hat man eigentlich eine Geschichte, die man erzählen kann. Wenn man da jetzt noch ein paar schöne Bilder drunter legt, dann läuft dem einen oder anderen wahrscheinlich schon das Wasser im Mund zusammen. Und wenn man Glück hat, nehmen die direkt das Telefon und reservieren einen Tisch für abends, wenn es richtig gut läuft. Und da gibt es natürlich unzählige Möglichkeiten und Ideen, wie ich solche Geschichten im Alltag. Mir fällt noch, wenn ich ein Beispiel noch sagen darf, mir fällt gerade noch eins ein. Hier hat in München vor ein, zwei Jahren eine glutenfreie Bäckerei eröffnet. Und ich kenne die Betreiberin zufällig ganz gut, weil die hier um die Ecke auch ein Café hat. Und die ist selber glutenintolerant und hat wirklich fast 2 Jahre lang hat die probiert und zu Hause wirklich Brotrezepte probiert in ihrer eigenen Küche mit einem Bäckerfreund zusammen, bis sie dann endlich mal die perfekten Rezepte hatten. Und dann haben die diese Bäckerei eröffnet. Und am Anfang hatten die zum Beispiel keine Brezen. Und da haben die wirklich dann probiert und haben immer wieder auch Bilder gezeigt, wo sie Brezenteig angesetzt haben. Dann ist das nichts geworden. Und am Ende, jetzt seit letztem Jahr, gibt es dann halt Brezen da. Und das ist natürlich für Leute. Also erstens mal ist das natürlich so eine klassische Geschichte. Es gibt ein Problem, das wird überwunden durch unseren Helden, den Bäcker, der dieses Rezept glutenfrei ermöglicht. Und das ist natürlich für Leute auch einfach, die eine Glutenintoleranz haben, die vielleicht nach 20 Jahren das erste Mal wieder in eine Breze beißen können, die sie vertragen, ist das natürlich super. Also da würde ich auch vielleicht 50 Minuten für fahren, um mir diese Brezen zu holen. Ja. Nur mal so als Beispiel, das ist natürlich auch wieder eine Geschichte, die man erzählen kann. Ja. Ja, das ist vielleicht nochmal ein guter Punkt an der Stelle. Das ist ja so ein ganz prominentes Konzept. Wir wollen da jetzt nicht zu weit in die Theorie gehen, aber dieses Thema, ja, erzähle eine Heldengeschichte, würde ich die Sina gerne nochmal reinholen. Was steckt da genau hinter und was ist denn irgendwie eine typische Heldengeschichte, die ja, so gerne erzählt wird im Marketing und auch in Filmen vor allem. Ja, die Heldengeschichte, ist im Grunde genommen eine ganz, ganz alte Art der Geschichtenerzählung. Fängt tatsächlich, ich möchte jetzt nicht so weit in die Theorie gehen, aber es fängt tatsächlich schon in der griechischen Tragödie an. Das ist im Endeffekt der klassische Aufbau einer tragischen Geschichte. Das heißt, es gibt einen Helden. Dieser Held hat eine Herausforderung, wo er steht, und der scheint irgendwie zu scheitern, schafft es dann aber doch, sage ich mal, diesen Wendepunkt zu erreichen. Und letztlich geht die ganze Geschichte für ihn dann gut aus. Und das ist jetzt extrem runtergebrochen, aber im Grunde genommen geht es immer darum, diese Herausforderung irgendwie zu meistern. Hier gibt es super viele verschiedene Beispiele. Tatsächlich fällt mir aus der Gastro jetzt spontan keins ein, das ich jetzt gerade ganz passend finde. Vielleicht hat Janina da gleich noch eine Idee. Ja, ich hätte auch ein gutes Beispiel. Ich habe tatsächlich eins aus dem Bereich, aber vielleicht kannst du das ganz gut versuchen. Seid ihr noch da? Ja. Bisschen stoppt gerade? Ja? Okay, gut. Also eins meiner Lieblingsbeispiele ist tatsächlich das Thema Wanderschuhe. Wenn jemand eine Wanderschuhe verkaufen möchte, dann kann er natürlich einfach sagen, so das und das sind die Vorteile dieses Schuhs. Er kann aber auch eine Heldengeschichte draus machen. Das heißt, er präsentiert ganz klar eine Person, die irgendwie was vor sich vorgenommen hat, die möchte zum Beispiel diesen Berggipfel erklimmen und der fehlt die richtige Ausrüstung. Und dann trägt er aber diesen Schuh und schafft es dann, dieses Ziel plötzlich zu erreichen, was vorher nie nötig oder nie möglich war. Und letztlich ist das ein super Verkaufsargument für diesen Schuh. Also es geht gar nicht mal darum, diesen Schuh in den Vordergrund zu stellen. Es geht darum, dass diese Person, dieser Held, es geschafft hat, mit Hilfe dieses Artikels irgendetwas zu erreichen, was ihm persönlich extrem viel bedeutet.
Auch da kann man jetzt natürlich noch viel mehr in die Theorie gehen, aber ich hoffe, dass das ganz kurz runtergebrochen ungefähr versinnbildlicht, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Und das kann man natürlich auf jedes Thema anwenden. Ja, genau. Also es tut sich irgendeine Situation auf und dieser Berg ist in deinem Fall, im wahrsten Sinne des Wortes, irgendwie nicht zu überwinden. Man begibt sich da auf eine Reise und am Ende geht es dann doch irgendwie gut aus. Mir kam spontan jetzt auch nochmal der Gedanke von diesem Umbaubeispiel. Da habe ich letztes Jahr auch einen Gastronomen betreut, der so mutig war, sich im zweiten, dritten, wie auch immer Lockdown nochmal ein Vor-Ort-Geschäft aufzubauen. Und das haben wir dann eben von Anfang an begleitet. Und ja, es war wirklich ein Komplettumbau von der ganzen Inneneinrichtung. Es musste alles rausgerissen werden. Die Stromleitung und die Beleuchtung hat nicht mehr gepasst und so weiter. Also es sah echt dramatisch aus. Und da haben wir dann die Leute über Social Media ja eben die ganze Zeit gefüttert, Woche für Woche, und dann eben so eine Countdown-Woche gemacht. Ja, jetzt, wir haben es tatsächlich geschafft und wir können euch zwar noch nicht in das Lokal lassen, aber zumindest to go werden wir jetzt schon mal starten. Genau, und so kann man dann quasi so seine eigene Herausforderung begleiten und sagen, wir haben es irgendwie geschafft. Ja, hattest du auch noch was, Janina? Oder nee. So? Ja. Und wo du eben dieses italienische Beispiel gesagt hattest, Janina, da kam mir in Dortmund auch noch mal so ein Pizzabäcker-Beispiel. Hier gibt es so ein paar neapolitanische Pizzabäcker in Dortmund und einige machen da auch bei so großen Wettbewerben und Weltmeisterschaften in Italien mit. Und das finde ich auch immer super spannend. Es geht wirklich nur um ein Pizzateig, also ein ganz banaler Pizzateig, aber das ist so spannend auf Instagram, wenn da irgendwie neue Teige entwickelt werden mit Aktivkohle, irgendwie so ein sehr dunkler Teig, oder letztens haben die so einen Teig gemacht, der irgendwie mit rote Beete war und dann so rötlich geschimmert hat, und das haben die noch nicht mal offiziell auf der Karte, aber weil man eben so in den Prozess reingeholt wird, ja, wir probieren da wieder was aus und ihr könnt gerne auch mal eine Pizza bestellen, vielleicht haben wir den Teig auch gerade da. Natürlich geht da auch mal was schief, also das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, es darf auch mal was schief gehen und das sind auch immer spannende Geschichten für die User. Ja, Fail zeigen ist auf jeden Fall, wenn man, also ich finde es immer lustig, wenn dann mal auch so ein Kuchen. Ich meine, es muss auch immer zum Unternehmen passen. Im gehobenen Bereich würde es wahrscheinlich nicht zeigen, wenn in der Küche irgendwie dann, weiß nicht, die Krabbensuppe übergelaufen ist oder so. Aber gerade bei so kleinen Cafés, wenn da dann auch der Kuchen mal verbrannt irgendwie aus dem Rohr kommt. Oder letztens habe ich hier eine gesehen, die filmt sich immer selber beim Backen. Die macht immer Samstag, Sonntag so einen Kuchenverkauf, dass der so eine Mehltüte irgendwie zerplatzt. Und die sah aus wie so ein, wie einmal im Schnee gewesen. Aber das habe ich behalten. Dieses Bild habe ich jetzt noch vor Augen. So, ne? Hätte sie nur den fertigen Kuchen am Ende gepostet, dann würde ich jetzt nicht darüber reden. Ja, das macht es halt menschlich und nahbar dann. Ne? Genau. Und ja, genau. Was du vorhin meintest, das ist mir gerade noch eingefallen, was auch ein super Thema ist, was du jetzt mit dem Pizzateig meintest. Generell dieses ganze Thema Warenkunde, so nenne ich es jetzt mal, das ist ein schreckliches deutsches Wort, aber das finde ich auch echt sehr spannend, gerade in so Küchen, wo wir heimisch sind, also es ist ja auch nicht jeder von uns schon irgendwie 10-mal nach Vietnam gereist oder so, und dann gibt es ja doch auch immer Gewürze und Zutaten, die man selber vielleicht auch gar nicht eingesetzt hat oder von denen man vielleicht auch bisher sehr wenig gehört hat. Das finde ich auch sehr spannend, daraus mal so kleine Geschichten zu machen oder so kleine Stories für Instagram zu machen. Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es diverse Ansätze und ja, einfach so ein bisschen die Augen aufhalten und dann schnell das Smartphone rausholen und die Gelegenheit nutzen, das Ganze irgendwie festzuhalten. Und das Ganze ist dann ja auch gerade authentisch, wenn das jetzt nicht irgendwie großartig durchinszeniert wird, sondern ja, es einfach so passiert ist. Genau, dann hatte ich mir noch den Punkt gemerkt, weil ich da zuletzt auch super viel mitbekommen habe. Das ganze Thema, ja, tu Gutes und sprech darüber. Da
Ja, gibt es natürlich jetzt viele Ansätze, sei es jetzt irgendwie Umstieg irgendwie auf nachhaltiges Verpackungsmaterial oder dass selbst in der aktuellen Zeit ja, von Gastronomen dann trotzdem noch irgendwie gemeinnützige Projekte unterstützt werden. Ja, was habt ihr da spontan für Ideen? Wie kann sowas transportiert werden? Und ja, was gibt es da für Möglichkeiten? Also klassische Formate sind natürlich immer, also das kenne ich halt aus dem klassischen Journalismus, dass man um die Weihnachtszeit rum irgendwelche großen Spendenaktionen organisiert oder ähnliches. Was gibt es natürlich auch für Sommerfeste beispielsweise? Das wären ganz klassische Beispiele. Was sonst gut funktioniert, meiner Meinung nach, sind auch da wieder die typischen Alltagsgeschichten. Wenn zum Beispiel ein Restaurant einen Lieferservice hat und die machen das Ganze klimaneutral oder die setzen halt nur E-Mobile ein oder fahren irgendwie Sachen nur mit dem Fahrrad aus oder ähnliches. Ich finde, sowas erzählt auch schon eine super tolle Geschichte im Sinne der Nachhaltigkeit. Oder was du eben ja auch schon angesprochen hast, ist das Thema Verpackungsmaterial, dass man einfach die Leute mal mitnimmt in das Geschäft und zeigt, so und so verpacken wir unsere Waren und also auch wirklich mal ganz klar rausstellt, warum die das so machen. Also was ist die Motivation dahinter, so zu agieren? Weil ich finde es immer schade, wenn Unternehmen irgendwie sagen, so wir spenden einmal im Jahr etwas, aber damit ist es dann halt auch irgendwie gut gewesen. Ich finde es viel spannender zu sehen, wenn Unternehmen, und das machen, finde ich, gerade viele kleine Gastronomen, ihr ganzes Konzept irgendwie zum Beispiel auf Nachhaltigkeit umstellen oder zum Beispiel vom Verkauf bestimmter Produkte, das ist bei Kaffee zum Beispiel ganz oft der Fall, habe ich in letzter Zeit gesehen, einen bestimmten Beitrag des Kaufpreises einfach dann spenden, zum Beispiel an Hilfsorganisationen oder an die Kaffeebauern direkt zurückgeben oder ähnliches. Auch da sind es wieder, wie gesagt, die alltäglichen Dinge häufig, die dann das eigentlich Interessante ausmachen. Ich finde, man kann gerade so das Thema Nachhaltigkeit auch sehr oder konnte man auch in den letzten Monaten sehr gut auch an so politischen Ereignissen aufhängen. Also ich weiß nicht, wie es bei euch in den Städten aussah, aber in München war es zeitweise so, dass man vor lauter Müll kaum noch laufen konnte. Also gerade so in der Weihnachtszeit, als dann so alle Glühwein to go verkauft haben und auch generell die Leute alles to go mitgenommen haben, sah es hier wirklich manchmal gar nicht mehr aus wie München, wo es sonst so sauber ist. Und dann kam ja jetzt auch, glaube ich, wenn ich mich nicht richtig, gab es ja jetzt dieses EU-Gesetz, glaube ich, dass ab 2000, whatever, dieses Plastikverpackungs-to-go Geschirr verboten werden soll und man umsteigen soll auf so nachhaltige. Das sind natürlich super Sachen. Also ich meine, wenn so ein Gesetz irgendwie erlassen wird oder so eine EU-Verordnung ist es in dem Fall, dann kann man natürlich am nächsten Tag daraus eigentlich sich einen Aufhänger machen und kann sagen, so, ey, habt ihr das gestern mitbekommen? So, bei uns könnt ihr immer eure Tupperdosen mitbringen. Wir füllen euch. Hat man da auch Hemmungen? Für mich ist das gerade ein total wichtiges Thema. Ich bereite gerade so einen Artikel vor auf meinem eigenen Blog über ja, verpackungsfrei einkaufen in München. Und man merkt auch, ich habe das gemerkt, wenn ich mit meinem Beutel und meiner Plastikdose ankomme, dann gibt es so Restaurants, bei denen ist das total normal. Die sagen so, ja, komm, gib her. Dann gab es auch Restaurants, die gesagt haben, wegen Corona darfst du eigentlich nur auf die Theke stellen und wir dürfen es nicht berühren. Wir können es so vom Weiten quasi reinschmeißen. Und dann gibt es so Restaurants, die fanden das auch richtig komisch. Die waren dann so richtig so, hä, wir haben doch hier und wenn du zu denjenigen gehörst, wo das für dich ein Thema ist, dann erzähl das. So, erzähl das auch einfach den Leuten, damit die das wissen und damit die mit ihrer Tupperbox kommen, und die da hinstellen. Ja, genau. Also aktuelle Anlässe im Stadtgeschehen aufnehmen, das macht absolut Sinn. Oder auch manchmal irgendwie, ja, Texte aus, ja, journalistischen Medien oder von irgendwelchen Branchenverbänden. Zuletzt habe ich ein spannendes Beispiel mitbekommen. Irgendeiner der großen Gastroverbände hat dazu aufgefordert, oder es war zumindest irgendwie eine Stimme, ich weiß gar nicht, ob das jetzt die Mehrheitsmeinung war, dass Gastronomen doch ja auch die Preise jetzt erhöhen sollten. Und dann habe ich auch so ein paar, ja, Lokale hier in Dortmund gesehen, auf Facebook, die das dann zum Aufhänger genommen haben und gesagt haben, nein, wir wollen jetzt ja unsere Gäste wieder begrüßen.
Wir können jetzt nicht auch noch die Preise erhöhen. Also das macht für uns überhaupt keinen Sinn. Und das waren dann natürlich auch richtig coole Geschichten und ja, Dinge, wo man sich nahbar macht. Gleichzeitig konnte man zwischen den Zeilen natürlich auch rauslesen, aber klar, wir brauchen schon euren Support. Es gab jetzt so lange keine Einnahmen, aber ja, wir wollen jetzt nicht von heute auf morgen hier 20, 30% draufschlagen oder so. Ja, also immer so das aktuelle Geschehen im Auge behalten. Ja, und dann haben wir noch den Punkt, wie kann ich denn auch so ein bisschen, ja, Feedback von der Community mit einbauen in meine Beiträge, also von, ja, den Leuten, die mir auf Facebook, auf Instagram folgen. Ja, was könnten da irgendwie gute Momente sein, die ich quasi für meinen Kanal, nutzen kann? Natürlich erstmal alles teilen. Also ich sag mal, wenn jemand zu dir kommt, der vielleicht sogar noch mit einer guten Kamera oder einer, ich meine, die Handykameras sind ja heutzutage alle irgendwie ganz gut, ein schönes Bild von deinem Essen gemacht hat und drunter geschrieben hat, mega, ich war hier das erste Mal, aber ihr werdet mich öfter sehen oder so. Also, was Besseres kann einem ja gar nicht passieren. Wer das nicht in seiner Story postet, mit einem Klick und dazu schreibt, danke, dass du bei uns warst, weiß ich nicht, dem kann man dann nicht mehr helfen in dem Moment, weil das ist einfach die beste Werbung, die man haben kann. Man kann mit seiner Community heutzutage so einfach interagieren und sollte das auch wirklich tun. Man merkt ja auch, die Leute freuen sich ja oft auch, wenn die so einen Post gemacht haben und der wird dann geteilt. Auch so kleinere Blogger oder so, die freuen sich ja dann auch. Dann kriegen die ja auch wieder so ein bisschen Reichweite dadurch. Und das würde ich auf jeden Fall machen. Und ich würde auch wirklich diese Chance nutzen, dass das so schnell geworden ist, weil alle unter uns, die so ein bisschen, ja, ich sag mal, über 30 sind, die werden sich noch an die Zeiten erinnern, wo man früher eine Webseite hatte und die war statisch. Und wenn man eine Sache ändern wollte, dann musste man den Webadministrator anrufen und sagen, hier, bitte ändere mal die Öffnungszeiten. Und heute kann man ja so schnell reagieren. Man kann auf die Fragen seiner Community reagieren. Und man kann sogar deren Inhalt einbinden. Das heißt, ich muss noch nicht mal jeden Tag eigenen Content erstellen. Ich kann auch einfach den Content verwenden, den meine Follower für mich produzieren. Ja, guter Punkt. Also da darf man auch ruhig mutig sein und man denkt ja immer so, oh, ist das in Ordnung? Aber ja, wenn die Follower da selbst ja die Lokale schon verlinken und das unter die Beiträge setzen von den Postings, die man selbst gesetzt hat, also dann hat man da schon ganz gute Karten. Im Zweifelsfall kann man natürlich die Personen auch nochmal anschreiben und das ist dann im Zweifelsfall ja natürlich der sichere Weg, nochmal kurz Bescheid zu geben. Wir machen da vielleicht nochmal einen kleinen Beitrag draus. Dann ist das relativ entspannt. Ansonsten, was natürlich ganz schnell geht, auf Auf jeden Instagram Fall. die Benachrichtigung immer im Auge haben, das kann ja ganz fix Vielleicht geteilt ist gerade werden. irgendwie. Bin ich wieder da? Jetzt bist du wieder da. Genau, ich hatte noch gesagt, auf Instagram kann man das auch ganz gut teilen, wenn da was kommen sollte. Okay, dann können wir jetzt noch mal so ein bisschen auf die Social Media Tipps schauen und da habe ich ein paar Sachen vorbereitet. Ich hoffe, meine Verbindung ist jetzt wieder stabil. Jetzt gebe ich mal Was macht kurz das Wetter? den Bildschirm frei. Und zwar habe ich noch mal was Spannendes rausgesucht, was jetzt noch mal so zwei Sachen verbindet von einem Lokal, wo ich die beiden Betreiber auch letztens hier im Live hatte. Da können wir die Sina gleich noch mal mit reinholen. Und zwar war das ein ganz geschickter, ja, Jahresabschlusspost, sage ich mal, von. So, ist es zu sehen? Genau, das war ein ganz geschickter Abschlusspost von der Gastronomie Hufeisen in Dortmund. Und ja, man hat hier einfach nochmal so einen bekannten Song gepostet nach dem Motto, okay, das Jahr ist vorbei. Und am Ende kam dann nochmal so der Aufruf, postet eure schönsten Momente bei uns im Hufeisen auf dem Parkplatz, weil dort die Leute dann standen und
zusammen ja, ihren Glühwein getrunken haben, natürlich mit Abstand. Und genau, das kam wirklich erstaunlich gut an. Also auch auf Facebook können solche Aktionen mal gestartet werden. Also das nochmal so als ja, praktischer Hinweis an der Stelle. Die Leute da so ein bisschen mit ins Boot zu holen auf Facebook. Und da wollte ich die, ja, Sina nochmal fragen, ja, was hältst du da für sinnvoll, was jetzt so persönliche Erfahrungen und Schicksalsschläge angeht? Also wie offen kann ich das in so eine Geschichte einbauen und was kann da vielleicht ein guter Mittelweg sein? Ist tatsächlich gar kein leichtes Thema. Das hängt auch immer ganz stark davon ab, um welche, ich sag mal, Schicksalsschläge oder Themen es dabei geht. Inwiefern die Menschen bereit sind, das auch zu teilen. Also ich finde, es gibt Sachen, die sind halt vollkommen okay, wenn sie halt im Business-Kontext irgendwie kommuniziert werden. Man sollte aber versuchen, sich nicht irgendwie angreifbar zu machen. Also das finde ich immer so ein bisschen gefährlich. Ich hatte zum Beispiel neulich jemanden, mit dem ich gesprochen hatte, der hat auch endlich so sein Herzensbusiness quasi auf den Weg gebracht. Aber der Auslöser war tatsächlich, dass er vorher einen schweren Herzinfarkt hatte. Und das sind immer so Sachen, da wäre ich vorsichtig mit. Also ja. Ich sage mal, wenn es um Krankheiten geht oder um sehr, sehr persönliche Dinge, die vielleicht sogar polarisieren, das würde ich mir immer ganz gut überlegen, inwiefern ist das sinnvoll oder kann mir das vielleicht irgendwie nachteilig ausgelegt werden? Also vielleicht kurz zusammengefasst so. Ja, genau. Ja. Da wollte ich nochmal so ein bisschen die Grenze ziehen, weil das ist dann natürlich eine sehr persönliche Angelegenheit, wie weit man da gehen möchte. Manchmal macht es Sinn und ich bin auch der passende Charakter dafür, dass ich sage, ich gehe da ganz offen mit um, auch wenn ich da persönlich irgendwie ja, gesundheitlich mich das letzte Jahr irgendwie ein bisschen mitgenommen hat. Und alternativ macht man dann vielleicht was Lustiges. Also das fand ich dann so interessant gelöst, dann einfach irgendwie so einen Songtext zu nehmen und das dann irgendwie so als Aufhänger zu nutzen. Das ist ja dann auch wiederum sehr beliebt, gerade auf Instagram, da irgendwelche passende Musik zu hinterlegen und das dann auf dem Weg in die Geschichte einzubauen. Genau, und dann machen wir auch mal den Bogen rüber zu Instagram. Ich bin auf dem Account von Janina unterwegs, schaut gerne mal vorbei. Jäger und Sammler, _München auf Instagram. Und hier sehen wir natürlich nochmal ganz viele schöne Bilder. Aber über die Bilder hatten wir ja letzte Woche schon intensiv gesprochen. Gerne trotzdem ein bisschen stöbern. Aber ich wollte jetzt mal speziell auf das neue Instagram-Format, auf diese Reels eingehen, weil es ist ja so ein Ding, ja, ständig kommen irgendwie neue Formate auf den Plattformen. Und ja, selbst ich als Marketingmensch muss sagen, ich brauche dann auch manchmal so ein paar Wochen, damit erstmal warm zu werden. Aber mittlerweile haben die sich ziemlich etabliert. Und ja, Nina kann da vielleicht mal kurz berichten, wie man diese kurzen Videosequenzen für den Gastrobereich nutzen kann. Genau, ihr müsst dazu sagen, dass ich auch erst, wenn man runterscrollt, dann sieht man es vor ein paar Wochen eigentlich wieder angefangen habe, Reels zu machen. Es gibt da so drei aus dem letzten Jahr, die habe ich mal gemacht, dann hatte ich keine Lust mehr. Das liegt auch so ein bisschen daran, ich fühle mich mit meinem Fotoapparat sehr sicher, aber Video ist halt doch ein anderes Format, ne? Und Video, da muss man auch die Bilder ein bisschen anders inszenieren und die Geschichte. Und ich habe mich da aber in den letzten Wochen ein bisschen rangetastet, weil ich gesagt habe, nee, muss jetzt auch mal tun. Und habe da auch ziemlich Gefallen dran gefunden. Ich habe einen TikTok-Kanal eröffnet dann sogar und habe halt angefangen, auf Instagram regelmäßig jetzt mal so ein Reel zu machen. Und was ich ganz interessant fand, da haben wir vorhin in der Vorbesprechung kurz drüber gesprochen, die Reels, das sieht man ja, wenn man so, man sieht die Aufrufe, das eine da hat 2000 und das andere hat so 700 und ich glaube, die anderen weiter unten, die sind auch so in dem Bereich. Und es gab ein Reel, genau, die haben teilweise nur 70, ne? Also eigentlich nichts. Und ein Reel da oben rechts, das ist das mit den Croissants, das hat deutlich mehr Aufrufe. Und ich glaube, dass es daran liegt, dass ich da nicht einfach nur Bilder hintereinander geschaltet habe, sondern dass ich da eine kleine Geschichte erzählt habe. Und zwar habe ich die Geschichte erzählt von einer japanischen Bäckerei hier in München-Haidhausen,
Nee, es ist keine japanische Bäckerei, sondern die wird von einem japanischen Ehepaar betrieben. Und die sind in Japan in Berührung gekommen mit deutschem Brot und deutschen Backwaren und waren davon so begeistert, dass sie dann wirklich nach Deutschland gezogen sind. Und die haben dann eine Konditor- und eine Bäckereiausbildung in Hamburg und München, in Hamburg und Berlin gemacht und haben jetzt seit einigen Jahren diese kleine Mini-Bäckerei. Da gibt es Vollkornbrot und Croissants und so kleine Törtchen, aber auch so Baguette. Und genau. Und das war total interessant, weil ich habe viel mehr Kommentare auf dieses Video bekommen. Ich habe das auch bei TikTok gepostet. Da haben mir ganz viele Leute geschrieben, oh, das ist aber eine schöne Geschichte und toll, dass da jemand seinen Traum verwirklicht hat, weil das berührt einen natürlich. Weil wir alle träumen ja eigentlich auch so ein bisschen davon, dass wir eine Leidenschaft für was finden und dass wir dann alles über Bord werfen und nach Australien ziehen und da... weiß ich nicht, eine bestimmte Schafzucht machen oder whatever, ne? Was ja, genau. immer auch dein Traum ist. Und das transportiert diese Geschichte natürlich ein Stück weit. Und deswegen glaube ich, dass dieses Reel dadurch einfach auch ein bisschen erfolgreicher ist, als wenn ich jetzt einfach nur geschrieben hätte, hey, hier die Bäckerei, die hat dann und dann auf, da gibt es Croissants und Brot, fertig, geht mal hin. Hm. Ja, sehr, sehr spannend. Und was wir auch noch mal ganz gut sehen, es reicht auch wirklich, hier ganz einfache Videosequenzen zu filmen. Es muss jetzt nicht super gestochen sein, wie eine YouTube-Produktion, sondern aus dem echten Leben eben verschiedene Perspektiven miteinander geschnitten. Was ist die Location? Was ist das Food-Angebot, dass man da so einen kleinen Eindruck bekommt? Das finde ich echt ganz gut gelöst. Total. Vielleicht darf ich noch einen Hinweis geben. Ich habe ja zeitgleich auch einen TikTok-Kanal eröffnet. Ja. Und das ist ganz interessant, weil TikTok ja gerade auf so einem aufsteigenden Ast ist, seit, ich weiß gar nicht, 1-2 Jahren jetzt. Und meine Videos bei TikTok sind, da gibt es jetzt einige bei, die haben, das eine hat jetzt 22.000 Views, mein erfolgreichstes Video. Und wenn man sieht, mein erfolgreichstes Instagram-Reel hat 4.300. 22.000 ist da schon ein Unterschied. Man muss sich natürlich immer überlegen, wie viele Kapazitäten habe ich frei, um nebenbei noch was zu machen? Und da muss man sich natürlich auch immer überlegen, wo ist meine Zielgruppe unterwegs? Total, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Bubble-Waffel-Laden habe, wisst ihr, was ich meine, ne? Wo so fancy Soft-Eis reinkommt, 3 KitKat-Stangen, Karamellsoße obendrauf. Und dann würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, da ist die Zielgruppe und die Käuferschicht wahrscheinlich eher so zwischen 14 und 25, so der Hauptteil. Dann macht es vielleicht mehr Sinn, dass ich meine Energie dann auch ein bisschen in TikTok zum Beispiel gerade stecke. Das nur als Tipp, weil das gerade so mein persönliches Learning ist, dass man da momentan eine viel bessere Sichtbarkeit hat. Aber passt einfach nicht zu jedem Unternehmen und zu jeder Marke. Weil die Kommentare, was wir vorhin hatten, ich habe schon gemerkt, da muss man eine etwas dickere Haut haben. Da sind die Kommentare irgendwie ein bisschen anders als auf Instagram. Ja, das. Nur so nebenbei. Ja, das kann schon mal passieren. Je nach Kanal, ein ganz anderes Umfeld, was dort so unterwegs ist, ja. Kann aber auch durchaus beim, ich nenne es mal falschen Beitrag passieren, ne? Also wenn man irgendwas hat, was irgendwie polarisiert oder so, kann das super schnell passieren, dass dann doch ein sehr rauer Ton herrscht in den Kommentaren. Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Das ist dann wahrscheinlich auch wieder eine Typfrage, ob ich jetzt irgendwie so der Mensch bin, der jetzt auch polarisieren möchte. Ist natürlich so in der Außendarstellung immer ein heißes Eisen im Marketing und viele wagen das lieber nicht, aber es gibt natürlich auch Ausnahmen, also wer da drauf steht und gerne polarisieren möchte, da wird man sicherlich dann gehasst und geliebt werden, aber dann auch genau die richtigen Leute in sein Lokal ziehen, hoffentlich. Ja, ist Geschmackssache, würde ich jetzt nicht unbedingt als Generalvorschlag hier anbieten. Nein, das auf keinen Fall. Genau. Eine Sache, die auch ganz spannend ist, da hatte ich ja Nina jetzt noch nichts von gesagt, aber ich hoffe, wir können da spontan mal drauf gucken. Die Instagram Guides, auch so ein neues Format. Und
um es mal kurz zu erklären, es ist noch nicht ganz so verbreitet auf Instagram, aber es könnte Sinn machen, falls ich mit meinem Account so Serien aufbauen möchte und sage, okay, ich mache jetzt was für meine Kuchenkarte, für meine Frühstückskarte, für meine Mittagskarte und dann kann das auf Instagram in einem sogenannten Guide zusammengefasst werden. Vielleicht kann Janina da nochmal von ihren Erfahrungen kurz berichten. Genau, da habe ich irgendwann letztes Jahr mal mitgestartet. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann alles, was quasi schon gepostet ist, von mir selber in den Guide packen. Oder ich kann Beiträge, die andere gepostet haben und die ich mir gemerkt habe, in diesen Guide packen. Dann kann ich eine Überschrift dazu setzen und könnte auch einen kleinen Text noch dazu setzen. Das heißt, ich habe jetzt, weil ich zu faul war, habe ich nur einen Satz oben drüber geschrieben, aber ich könnte auch noch zu jedem einzelnen Bild könnte ich auch noch mal beschreiben. Hier kostet der Kuchen 3,50 € und der ist besonders gut, weil und so weiter. Das ist natürlich eine schöne Gelegenheit, noch mal so einen Extra-Service für die Follower zu bieten. Also gerade so mein Osterguide und mein Valentinstags Geschenke galt, mein kulinarischer, die kamen ziemlich gut an, die wurden auch ein paar Mal geteilt. Und das ist natürlich wieder super für die eigene Reichweite, wenn die Leute sagen so, ey, cool, klick da mal drauf, so, das ist ein super Service, falls ihr gerade noch Geschenke sucht. Muss zugeben, dass ich mich am Anfang ein wenig gesträubt habe, diese Guides zu machen und das so zusammenzustellen auf Instagram, weil wenn ich zum Beispiel jetzt einen Falafel-Guide mache mit den 10 besten Falafeln in München und das auf meinem Blog schreibe, dann möchte ich ja eigentlich, dass die Leute auf meinen Blog klicken und nicht, dass die sagen, ah, warum soll ich jetzt auf den Blog klicken? Die hat das ja alles schön da in so einen Guide gepackt. Das war meine persönliche, aus ja, Erstellersicht, war das immer so mein Gedankengang. Aber wie gesagt, ein paar davon sind echt gut angekommen und wurden einige Male geteilt. Und das ist natürlich super, weil das möchte man natürlich bei den Leuten so, ne? Dass sie sagen, ey, das ist Content mit Mehrwert so, den möchte ich auch irgendwie, dass andere Leute, dass meine Freunde das irgendwie mitkriegen. Genau, also sicherlich eine Sache, die von uns ja, aktiven Marketingmenschen auch differenziert betrachtet wird. Aber ich sag mal so, für einen ja, Restaurantbetrieb, für ein kleines Kiezcafé, was jetzt auch nicht die riesige ja, Webpräsenz, die riesige Website bis jetzt hat, kann das übergangsweise, sage ich mal, eine pragmatische Lösung sein, dann eben hier bestimmte Elemente wie eine Speisekarte, wie eine Getränkekarte dann mit so einem Instagram-Guide zusammenzufassen. Also quasi so eine Art Content, eine Art Inhaltszusammenstellung von Beiträgen, die nicht so schnell untergehen sollen. Und wir hatten ja eben auch das Thema Feedback von den Usern. Also ich glaube, hier haben wir jetzt wieder so einen Guide, wo hauptsächlich deine Sachen drin sind. Hier unten links sehen wir nämlich immer, von wem das gepostet wurde in der Ecke. Also es wäre auch möglich, dann quasi öffentlich gepostete Beiträge von Instagram-Usern zu recyceln und dann in eurem Guide zu teilen. Ja, schaut mal her. Das sind unsere Top Gäste, die jetzt vor kurzem bei uns waren und so sieht das Ganze dann aus, auch wenn ihr die Fotos gar nicht gemacht habt. Genau, und wenn deine eigenen Bilder, deine eigenen Posts sind ja eigentlich verwendet werden und in einen Guide gepackt werden, dann bekommt man immer eine Benachrichtigung, XY hat dein Foto in Guide so und so verwendet. Das ist natürlich auch wieder cool, weil dann kann man natürlich den Guide in seiner Story posten und sagen so, hey, danke, dass du uns in deinen die 10 besten Frühstücksspots in Hamburg Guide aufgenommen hast oder so, ne? Das ist dann auch wieder, dass man sieht, ah, guck mal, kannst du den Leuten wieder zeigen, so gehörst du in die Top-Liste, vielleicht auch von größeren Accounts. Ja, spannend. Und dann vielleicht noch als Anschlussfrage an die Sina. So das Denken in ja, wiederkehrenden Formaten passt dazu vielleicht noch ganz gut, weil wenn ich jetzt so einen Guide erstellen möchte, dann brauche ich natürlich irgendwie wiederkehrende Elemente. Was sind da so deine Erfahrungen, ja, wie man ja so wiederkehrende Sachen entwickelt? Auf deinen eigenen Kanälen oder wenn du für Kunden irgendwie Projekte machst, die über eine längere Zeit gehen, wie kann ich da für mich so rausarbeiten, was da so
langfristige Geschichten sein können? Also was ganz gut ist, also es fängt natürlich wieder beim Bildmaterial an bei Social Media. Das heißt, man sollte eine sehr, sehr ähnliche Bildwelt erschaffen, wo man einfach das Gefühl hat, okay, man hat bestimmte grafische Elemente zum Beispiel, wie das Logo oder eine bestimmte Bildwelt immer wiederkehrend. Also das könnte zum Beispiel jetzt das Thema Kuchen sein, dass man Kuchen immer in einer bestimmten Form präsentiert. Dann könntest du zum Beispiel 5 verschiedene Kuchensorten haben, aber die werden immer in einer ähnlichen Weise dargestellt und man sieht sofort, okay, das ist wieder ein Teil dieser Serie, die wir schon vorher irgendwie hatten. Und im Text kann man das natürlich übertragen, dass man zum Beispiel Textelemente mit in die Bildwelten einbaut, die immer gleich aufgebaut sind. Das fängt zum Beispiel bei der Schriftart an. Das fängt bei der Art des Textes an. Das heißt, habe ich nur so einen Dreizeiler oder habe ich dann wirklich nur ein Schlagwort, das ich dann vielleicht auf die Grafik packe? Und im eigentlichen Posting-Text würde ich das dann ganz ähnlich handhaben. Dass man quasi immer eine ähnliche Struktur hat. Also man geht immer ähnlich vor. Also wenn du zum Beispiel eine Tippsammlung zu irgendwas hast, dann würde ich immer, ich sag mal, den gleichen Rahmen schaffen für diese Story. Also zum Beispiel, du fängst mit einer kleinen Intro irgendwie ein, dann gibst du Tipps zum Ort, wo du diese Sachen findest, zu den Öffnungszeiten oder so. Also immer ein ähnliches Schema fahren. Ja, ganz genau. Also da macht es dann Sinn, dass eben auch so ein bisschen der Wiedererkennungswert da ist und dann kann das zusammengefasst werden, ja. Der hängt zum Teil, kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, hängt der Wiedererkennungswert bei Fotos auch mit der Kamera zum Beispiel und der Technik zusammen. Mhm. Ich habe zum Beispiel ein Festbrennweite-Objektiv, mit dem ich seit Jahren fotografiere. Ich kann nicht zoomen, ich habe immer den gleichen Ausschnitt dadurch und dadurch habe ich auch immer so ein bisschen ja, direkt irgendwie so einen bestimmten Fotografierstil, sage ich jetzt mal, irgendwie intendiert, weil geht gar nicht anders. Ich kann da nicht großartig rumprobieren. Ich kann mich zwar noch mal ein bisschen bewegen, aber mein Objektiv bleibt immer gleich. Und weil ich mir kein anderes leisten konnte am Anfang und das war für mich ein Segen eigentlich. So hat sich irgendwie so ein, ja, so ein durchgängiger Bildstil so ein bisschen entwickelt. Ja. Und nicht zu sehr auf andere gucken. Das ist auch nochmal ein Tipp, den man nicht genug erwähnen kann. Am Anfang macht man das ja immer, da habe ich auch mal so Filter benutzt, weil ich das bei anderen schön fand. Ja. Und dann habe ich gedacht, oh, das sieht so toll aus, mache ich das auch. Und dann habe ich gedacht, das bin ich überhaupt nicht, das passt gar nicht. Und dann habe ich das auch relativ schnell wieder aufgehört und habe gedacht, nee, ich mache das halt so, wie mir das gefällt. Und dann kommt es auch authentisch und natürlich rüber. Weil ich finde, das ist auch ein gewisser Lernprozess, ne? Ja. Also, dass man für sich selbst einfach ein bisschen ausprobiert und mit Formaten rumprobiert und dann für sich irgendwann einfach feststellt, okay, das passt zu mir und das nicht. Total, ja. Da merkt man, glaube ich, irgendwann auch so, womit fühle ich mich wohl. Ja. Und das sollte, da sollte man dann auch echt auf sein Bauchgefühl einfach hören. So, es ist klar, ist das manchmal schön, was andere machen, aber wenn das nicht zu dir passt und man merkt ja auch, wenn jemand zum Beispiel vorhat, vor der Kamera zu sprechen in einem bestimmten Format, in dem er sich gar nicht wohlfühlt, dann werden die Zuhörer das auf jeden Fall merken, denke ich. Ja. Ja, also nochmal ganz wichtig, auch wenn wir jetzt viele verschiedene Formate und Kanäle vorgestellt haben, am besten, ihr macht immer das, wo ihr euch mit wohlfühlt, weil das wird dann auch bei den Leuten da draußen ankommen, im Zweifelsfall. Und vielleicht jetzt zum Abschluss, mit Blick auf die Uhr, bevor wir noch weiter überziehen. eben beim Durchscrollen ist mir noch ein so ein Beitrag aufgefallen, den ich super spannend fand, wieder zu dem Thema, irgendwie so eine Art Foto, wie soll man sagen, so eine Art Stimmung auf dem Foto einzufangen und wo die Leute dann schon irgendwie hängen bleiben und sich denken, interessant, was ist das denn für ein Holzofen? Und auf Instagram sieht man ja auch noch immer so den ersten Absatz vom Text. Ich versuche jetzt besser nicht den Dialekt nachzumachen. Genau, aber es scheint kalt gewesen zu sein. Und irgendwie mit dieser kleinen Bilderstrecke konnte ich mich da direkt reinversetzen in diese Situation. Vielleicht kann die Janina mal kurz erklären, was das für ein Event war. Das war, ich glaube, ich habe sogar die interessantere Story noch in meine Instagram-Stories gepackt. Ja, okay. Das ist nämlich ein Laden, das hatte ich dann selber gelesen,
Die wollten hier in München kurz vor dem allerersten Lockdown ein Restaurant eröffnen. Wir haben irgendwie den Mietvertrag schon fast unterschrieben, war schon alles unter Dach und Fach. Und irgendwie hat sich der Preis dann doch nochmal erhöht. Und dann sind die quasi abgesprungen. Und dann war, glaube ich, eine Woche später Lockdown. Oh. Und dann haben die sich natürlich gedacht, boah, mega, ne? Weil, es wäre ja wirklich schlimm gewesen. Und sind dann, mussten natürlich irgendwas machen und haben dann halt diesen mobilen Pizzaofen in Betrieb genommen. Und damit standen die bei uns, hier ist so ein Community Garden Projekt hier gegenüber, was immer so ein bisschen verschlafen war und nicht so richtig in Gang gekommen ist. Und damit standen die bei uns dann ein- bis zweimal die Woche hier vor Ort und plötzlich war da was los. Plötzlich waren da Leute, haben sich ihren Glühwein geholt, haben ihre Pizza draußen gegessen, obwohl es wirklich ja arschkalt war. Und haben da gesessen und das war so kurz bevor dann der Glühweinverkauf auch verboten wurde, weil es dann hier so ausgeufert ist. Das waren halt so diese kleinen Stückchen von Normalität, die man in dieser Zeit irgendwie draußen hatte, mit Abstand irgendwie doch zusammen sein und essen und nicht zu Hause sitzen. Ja. Ja, spannend. Vielleicht nochmal Sina kurz dazu. Ja, was denkst du, worauf ist grundsätzlich zu achten, wenn ich jetzt auf Instagram irgendwie so eine Art Fotokarussell machen möchte, wie hier? Und dazu dann ja ein kleiner Posting-Text geschrieben wird. Also dass Leute sich dann auch wirklich die Bilder aufrufen und ja, sich so reinfühlen in diese Geschichte. Also was würdest du da empfehlen, um das ja direkt neugierig machend anzuteasern? Ich finde, der Beitrag zeigt das eigentlich schon ziemlich gut. Also einfach dieses gerade raus, ich kann auch kein Dialekt, deshalb. Aber einfach direkt sowas raushauen, sage ich mal, und direkt irgendwie die Leute abholen emotional. Ich finde, dieser Post, der zeigt das extrem gut. Man hat eine Stimmung auf dem Bild, man hat auch direkt eine Stimmung in den ersten zwei Sätzen, die irgendwie Interesse erzeugt und emotional berührt. Und ich denke, das ist genau das, was die Leute auch wirklich abholt. Ja, ganz genau. Also immer gucken. Ich finde das mit der Unterbuchse auch sehr schön. Da kommt dann doch der Robot bei mir durch. Ja, genau. Also es muss auch nicht immer alles so super formuliert sein, sondern im Gegenteil. Gerade auf Instagram ist es sehr, sehr umgangssprachlich. Und je nachdem, ja, was für ein Publikum ich auf Facebook anspreche, dort ja im Endeffekt auch, außer wir sind jetzt in ja gehobeneren Bereichen unterwegs, dann kann es auch mal ein bisschen förmlicher sein, aber nichtsdestotrotz einfach mal drauf achten, was für eine Szenerie man jetzt so aufgebaut hat, was sind irgendwie so die Szenen des Abends, wo ich mal schnell irgendwie das Handy rausholen sollte, um das festzuhalten, wie wir uns jetzt hier bei Eiseskälte dann doch noch irgendwie ein cooles Event gemacht haben. Also das hätte ich mir jetzt auch gut für das Lokal selbst vorstellen können. Genau, ja, mit Blick auf die Uhr mache ich nochmal den Aufruf auf Facebook. Wenn es noch eine letzte Frage gibt, bis jetzt gab es nur Kommentare, Kommentare ohne Frage, dann könnte jetzt noch eine Frage in die Kommentare gestellt werden. Nutzt die Gelegenheit und solange können wir schon mal in eine kleine Fazit-Abschlussrunde gehen. Ich mache den Bildschirm mal wieder aus. So, ja, falls unsere beiden Gästinnen jetzt noch irgendwas im Kopf haben, wo wir jetzt gar nicht drauf gekommen sind oder wo euch eben noch was auf der Zunge lag, dann ja, nutzt die Gelegenheit. Und dann natürlich der Hinweis, was sind gerade so eure aktuellen Projekte, wo kann man mehr über euch finden und ja, was gibt es vielleicht auch für Möglichkeiten, falls jemand da draußen mit euch zusammen was machen möchte. Genau, fangen wir mal bei der Janina an. Genau, mein Fazit wäre vielleicht der Hinweis für die Leute, die zuschauen oder sich das Video später angucken und sagen, ja, das klingt ja alles toll, aber ich habe einfach diese Geschichten nicht. Wenn man Schwierigkeiten hat, seine eigenen Geschichten zu finden, das kenne ich von mir selber, nämlich ich sehe die bei anderen Leuten auch viel mehr als bei mir selbst,
dann überlegt doch mal einfach, wenn ihr abends nach Hause kommt aus eurem Gastroalltag, Schicht ist zu Ende, ihr geht nach Hause, was erzählt ihr irgendwie eurem Mann, eurem Freund, eurer Freundin, whatever? Also so diese, was Nina vorhin immer wieder gesagt hat, diese Geschichten aus dem Alltag, dass man nach Hause kommt und sagt, boah, wir hatten heute einen Rohrbruch, konnten die ersten 3 Stunden nur Salate machen oder so. Das ist eine Story, die kann man super posten. Und ansonsten mein Tipp, einfach machen, machen, machen. Keine Angst haben, wenn ich ein Video drehe, das ist kein Hollywood-Blockbuster, das ist auch nicht schlimm, wenn die Kamera da mal so ein bisschen wackelt, das verzeiht einem jeder. Man kann so schön ausprobieren auf diesen Social-Media-Kanälen und sollte sich auch einfach ausprobieren, es soll Spaß machen, kreativ sein. Genau, das vielleicht als mein Abschlussfazit. Ansonsten freue ich mich gerade total, dass ich auf meinem Blog mal wieder 1-2 Reiseberichte verfassen kann und einen Ausflugstipp habe ich vor ein paar Tagen veröffentlicht. Ich habe immer nur Brunchboxen und Cafés mit Corona-to-go-Sachen irgendwie in den letzten Monaten gemacht. Jetzt konnte ich endlich mal wieder ich schreibe gerade einen Verona-Beitrag und einen Beitrag zu Leipzig. Darüber freue ich mich gerade sehr, dass das wieder ein bisschen losgeht. Ja, sehr cool. Genau. Ich werde auch nochmal alle Kanäle hier in den Kommentaren verlinken. Ja, vielleicht seid ihr auch irgendwie aus München oder der Region oder ja, in attraktiven touristischen Zielen unterwegs und habt eine Idee, vielleicht die Janina mal einzuladen und ja, zusammen was zu machen. Öfters machst du ja auch mal, oder? Dann und wann Gewinnspiele auf deinem Blog oder über Instagram. Das ist auch immer ganz nett. Und vor allem, um da nochmal mit dem Klischee aufzuräumen, mit kleineren, lokaleren Bloggern, Instagrammern, kann auch ruhig mal kooperiert werden. Das habe ich jetzt auch hier ja, lokal in Dortmund zuletzt beobachtet, dass ja, das immer mehr wird und dann eben auch gerade gesagt wird, wir suchen uns jetzt die aus, die auch wirklich hier authentisch vor Ort unterwegs sind, die sonst genau auch in solchen lokalen Essen gehen. Also das ist auch immer eine super Gelegenheit, da vielleicht mal so, ja, kleinere Events zu machen und ja, Pre-Tasting-Veranstaltungen, wenn es neue Gerichte auf der Karte gibt oder so. Ja, also das nochmal als kleiner Tipp am Rande. Cool, dann kommen wir zu der Sina, ja. Hast du noch irgendwas im Kopf, was wir erwähnen müssen und was steht bei dir gerade so an? Also ich finde, wir haben eigentlich einen ganz guten Rundumschlag, sage ich mal, ermöglicht. Das fand ich ganz klasse. Und ich fand den Austausch auch ganz gut. Da würde ich mich an dieser Stelle erstmal für bedanken. Also gerade im Bereich Gastro würde ich einfach so als Fazit nochmal mitnehmen. Einfach ausprobieren, spontan mal die Kamera vielleicht zücken und auch verschiedene Formate einfach mal antesten. Und vor allem nicht persönlich nehmen, falls irgendwas mal nicht so gut ankommen sollte. Also hin und wieder habe ich die Erfahrung gemacht, kommen dann doch mal ein paar Kommentare, die dann vielleicht den Leuten nicht ganz so angenehm sind. Und da muss man irgendwie versuchen, drüber zu stehen. Das ist nicht immer ganz einfach, je nachdem, was kommt. Aber einfach ein bisschen austesten. Für sich selbst einfach einen Weg finden und einfach schauen, was einem irgendwie gut tut oder womit man sich wohlfühlt. Das finde ich ganz wichtig beim Social Media. Ja. Zum Thema, oder möchtest du gerne noch was dazu sagen? Nee. Okay, du sahst gerade so aus. Danke für die Blumen, hat mir auch Spaß gemacht. Da sage ich gleich noch was zu. Okay. Genau. Ja, wo bist du hauptsächlich so unterwegs und wo finden wir mehr über dich? Ich habe einen sehr, sehr kleinen Instagram-Account tatsächlich, weil ich da gar nicht so aktiv bin, weil ich hauptsächlich dann eher für Kunden unterwegs bin im Social Media. Ja, aber rein theoretisch kann man mir natürlich bei Instagram ganz gerne folgen. Ansonsten habe ich, da ich ja Freelancerin bin, auch eine eigene Website, über die man mich findet, mit einem eigenen Blog auch tatsächlich, der sich aber hauptsächlich wirklich um Medienthemen dreht oder um Themen rund um. Was mich aktuell umtreibt tatsächlich, was Projekte betrifft, ist eine kleine Umorientierung, beziehungsweise ich möchte mich ganz gerne mehr fokussieren. Ja, also die vergangenen Monate haben mir einfach gezeigt, dass es sehr wichtig ist, für sich selber irgendwie, ich sag mal, werteorientiert irgendwie zu arbeiten. Und das ist eine Sache, die ich für mich einfach extrem mitgenommen habe. Und deshalb habe ich mich entschlossen, ein bisschen mehr in Richtung Nachhaltigkeit zu arbeiten und möchte mich da in der
Ja, Branche kann man es ja gar nicht nennen, weil das Thema Nachhaltigkeit ist einfach extrem breit aufgestellt. Aber ich möchte mich ganz gerne mehr in diesen Bereich noch irgendwie reinfuchsen und dann auch gerne verstärkt mit Kunden aus diesem Bereich irgendwie zusammenarbeiten. Ja, super wichtig. Also auch für die Gastro, denke ich, ein Auf Thema, alle Fälle, was ja. in aller Munde ist, dass da immer mehr drüber gesprochen wird. Was ist unsere Philosophie? Was ist unser Anspruch bei dem, was wir tun? Ja, also früher war das vielleicht ein bisschen ja, übertriebenes Marketinggerede, aber heutzutage ja, entspricht das absolut dem Zeitgeist, da einfach zu gucken, was umtreibt die Leute gerade da draußen und was ist da irgendwie so mein Thema, ja, für das ich dann einstehen möchte. Genau, ja. Ja, dann macht das natürlich auch viel mehr Spaß, wenn die, ja, passenden Menschen angelockt werden, in Anführungszeichen. Cool. Dann würde ich sagen, gucke ich nochmal auf Facebook, ja. Ja, das freut mich. Danke für die netten Kommentare auf Facebook.